Hier, so ein Billiglicht hat einen Geist aufgegeben, beziehungsweise noch nie einen Geist angefangen zu arbeiten. Und da schaue ich jetzt mal, woran das liegt. Batterien sind drin, ist nagelneu aus der Packung. Und jetzt schraube ich das auf, von Union ist das. Gummidichtung raus, die zwei Schrauben hier habe ich rausgemacht. Da sind sie. Die darf ich natürlich nicht verlieren. Also ein nagelneues Licht, was denn überhaupt nicht funktioniert. Da gibt es Kontakte, da gibt es nur eine Brücke. Kann es ja nur hier an den zwei Kontakten liegen, die man eventuell ein bisschen mehr hochbiegt. Oder an den Impulsgeber. Na, mal gucken. Kontakt habe ich ein bisschen hochgebogen. Schrauben wir den Klump wieder zusammen. Ey, ist alles ein billiger Schrott, wirklich. Ich schraube. 6 Euro kostet so ein Licht. Oh, ah. Ja, waren also die Kontakte. Also, nicht immer gleich wegschmeißen oder Ausfall etc. Sondern manchmal sind es einfach die Kontakte. Licht leuchtet. Super. Repariert. Union.